Hallo, meine Damen und Herren, und willkommen zu den News. Mein Name ist Christopher und ich begrüße Sie ganz herzlich. Dies sind unsere Top-Themen. Über 2000 Menschen protestieren gegen 10. Rechtsrockkonzert am Hauptbahnhof. Heike Drechsler übergibt Spende an Geras Sportnachwuchs. Über 2000 Gegendemonstranten fanden sich am 7.7. in Gera ein, um gegen das 10. Rechtsrockkonzert Rock für Deutschland zu demonstrieren. Bereits zum Friedensgebet in der St. Johanneskirche um 9:30 versammelten sich rund 400 Menschen. Nach dem Eingangslied hielt Pfarrer Michael Kleim eine Predigt und sprach dabei von der menschlichen Würde, der gegenseitigen Solidarität und der Freiheit, Werte, für die sich alle Bürger einsetzen sollten, um den diskriminierenden und nationalistischen Ansichten der Rechtsradikalen entgegenzutreten. Zu diesem Zeitpunkt war die Demonstration auf dem Puschkinplatz, die 8 Uhr begonnen hatte, bereits in vollem Gange. Mit verschiedensten Bannern protestierten die Bürger gegen das Rechtsrockkonzert. Später traf auch der andere Protestzug ein, der sich vom Hofwiesenpark aus durch die Innenstadt bewegte. Insgesamt 2000 Menschen nahmen an den Gegenaktionen teil, die von einem landesweiten Bündnis geplant wurden. Vertreter aus 25 Vereinigungen sowie von den Kirchen und dem Runden Tisch hatten die Demonstration organisiert. Unter den Teilnehmern waren auch zahlreiche Parteimitglieder von CDU, SPD, Linke und Grün. Neben der amtierenden Dr. Viola Hahn war auch der ehemalige Oberbürgermeister Dr. Norbert Vornehm anwesend. Organisator Sandro Witt hatte die Ehre, auch Thüringens Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht anzukündigen, welche zum ersten Mal an den Gegenprotesten teilnahm. Wenn man hier auf der Bühne steht, man sieht so viele, und ich möchte sagen, heute Morgen, es hat mit einigen hundert angefangen auf den verschiedenen Kundgebungsplätzen und in der Johanneskirche. Jetzt sind wir Tausende, 2000 Menschen etwa. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht nicht nur um Zahlen, sondern Sie alle. Und das ist wichtig, wir sind ein Zeichen. Wir setzen ein Zeichen für eine bunte, eine tolerante Stadt, für Gera und für unseren Freistaat, für Thüringen. Schön, dass Sie alle da sind. Ein Thema, welches besonders im Vordergrund dieser Veranstaltung stand, war die NSU-Mordserie und das Versagen des Verfassungsschutzes in diesem Zusammenhang. Die unzureichende Bearbeitung und die zahllosen Ermittlungspannen wurden auch hier von vielen Rednern als geradezu beschämend kritisiert. Vom schlechten Wetter an diesem Tag ließ sich niemand aufhalten. So bewegte sich der Protestzug auch bei zunehmendem Regen unbeeindruckt weiter. Eine neue Entwicklung in diesem Jahr war der Standort des Rechtsrockkonzerts. Aufgrund der neuen Bestimmungen in der Grünflächennutzung fand das Rock für Deutschland diesmal auf dem Bahnhofsvorplatz statt. Von Zäunen und zahlreichen Polizisten umgeben, hatten sich etwa 700 Rechtsextreme eingefunden. Sowohl die Konzertteilnehmer als auch die Demonstranten verhielten sich verhältnismäßig ruhig und Polizeidirektor André Röder sprach von einem sehr friedlichen Geschehen. Am Ende des Tages waren es größtenteils Verstöße wegen der Verwendung verfassungswidriger Symbole sowie Ordnungswidrigkeiten, in deren Folge Platzverweise auf dem Konzert ausgesprochen wurden. Seit dem 5. Juli heißt der Kunstpavillon im Hofwiesenpark nun offiziell EGG-Pavillon. Im Verlauf dieser Umbenennung wurde dort eine Exposition der Künstlerin Hildegard Jeckel aus Kassel eröffnet. Der mittlerweile 5 Jahre alte Pavillon ist als Ausstellungsort sehr beliebt bei Künstlern aufgrund seiner besonderen Möglichkeiten. Darum ist er auch bis Ende 2013 bereits voll ausgebucht. Im Rahmen eines Partnerschaftsvertrages mit Gera wurde der Pavillon von der Elektrabel Deutschland AG, inzwischen GDF Suez Energie Deutschland AG, in Vorbereitung für die Buga 2007 erbaut. EGG steht dabei für die Energieversorgung Gera GmbH und verweist auf die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen.
Der Thüringer Denkmalschutzpreis in der Preiskategorie Einzeldenkmal wurde ebenfalls am 5. Juli an das Magdeburger Ehepaar Rita und Volker Kielstein für die Sanierung und Rekonstruktion von Haus Schulenburg in Gera vergeben. Das Gesamtwerk des Architekten Henry van de Velde ist weit über Thüringen hinaus bekannt. Bereits vor 16 Jahren erwarben Rita und Volker Kielstein das leerstehende Gebäude und setzten sich für den Erhalt und die Pflege des Hauses ein. Sogar originale Möbel wurden angekauft und an Ort und Stelle wieder aufgestellt. Bereits in Vorbereitung auf das Van de Velde Jahr 2013 planen die Kunstsammler eine Erweiterung des Gartens um das Haus. Auf Thüringens Äckern darf es keinen großflächigen Einsatz von Giftködern gegen Mäuse geben. Das verkündete der Naturschutzbund Thüringen am Freitagnachmittag und begrüßte damit die Entscheidung des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, welches einen Antrag des Thüringer Bauernverbandes auf eine Sondergenehmigung zum großflächigen Giftködereinsatz ablehnte. Dieser Einsatz würde eine große Gefahr für alle Greifvögel, Eulen und andere mäusefressende Vogelarten darstellen. Außerdem sei der Eintritt der Giftstoffe in das Grundwasser und die Anreicherung von Chemikalien in der Nahrungskette des Menschen ein massives Problem. Am Freitag, dem 6. Juli, übergab die ehemalige Sportlerin Heike Drechsler im Globus in Trebnitz eine Spende von 3.000 Euro an den Leichtathletik-Nachwuchs Geras. Heike Drechsler, Mitglieder des Fördervereins Leichtathletik Gera e.V., sowie Mitarbeiter des Globus trafen sich um 10 Uhr zum Abschluss der Spendenaktion, welche in den vergangenen Wochen gelaufen war. Jeweils 20 Cent spendete jeder Kunde beim Kauf eines Produktes der Marke Unilever, sodass am Ende die genannten 3.000 Euro zusammenkamen. Alle an der Aktion Beteiligten waren beeindruckt von diesem Erfolg und hoffen, dass damit ein großer Beitrag zur Förderung des Leichtathletik-Nachwuchses in Gera geleistet werden kann. Kommen wir nun zum Sport. Hallo, ich begrüße Sie recht herzlich zu unseren aktuellen Sportnachrichten. Wie Sie bereits wissen, fangen am 27. Juli die Olympischen Sommerspiele in London statt. Was Sie vielleicht noch nicht erfahren haben, ist, dass auch hier Sportler aus Gera teilnehmen werden. Bereits am Donnerstag, dem 5. Juli, wurde der Hürdensprinter Erik Balnuweit vom 1. SV Gera zu den Olympischen Spielen verabschiedet. Dieser hatte sich mit persönlicher Bestleistung im schweizerischen Nutwil für die Teilnahme qualifiziert. Gratulation erhielt der 23-Jährige ebenso von Geras Sozialdezernentin Sandra Schöneich, dem Präsidenten des Stadtsportbundes Andreas Lauterbach sowie den Leiter des Fachdienstes Bildungssport Bernd Kriebitsch. Am Dienstag, dem 10. Juli um 15 Uhr, wurde der Bahnradsportler Robert Fürstemann von der Oberbürgermeisterin Dr. Viola Hahn ebenfalls nach Olympia verabschiedet. Für eine Überraschung sorgte der 26-jährige Robert Fürstemann, als er im Juni beim US Grand Prix in Colorado Springs einen neuen deutschen Rekord auf der 200-Meter-Distanz aufstellte und sich damit für die deutsche Olympiamannschaft nominierte. Dr. Viola Hahn gratulierte dem Radsportler und überreichte ihm neben einem Blumenstrauß auch einen Gero, das Gera-Maskottchen, was ihm bei den Olympischen Spielen in London hoffentlich Glück bringen wird. Als Andenken hatte Robert Fürstemann ebenfalls ein Geschenk für die Oberbürgermeisterin, ein Großformatfoto, welches dieser auch gleich persönlich signierte. Sichtlich stolz waren auch die Eltern auf ihren Sohn und seine aufstrebende sportliche Karriere. Lob erhielt Robert Fürstemann nicht nur für seine Leistung. Sein ehemaliger Trainer Gerald Murtag lobte auch seine Bodenständigkeit und prophezeit, dass dieser noch sehr viel mehr erreichen wird. Auch der Präsident des Stadtsportbundes, Andreas Lauterbach, ehrte den Sportler mit einem Geschenk und hofft wie alle, dass dieser als Gera im internationalen Wettkampf erfolgreich auftreten wird. Robert Fürstemann, der als Zeichen der Verbundenheit auch das Gera-Wappen auf seinem Trikot trägt, wird bei Olympia von Kollege René Enders begleitet, der leider aus terminlichen Gründen zur Verabschiedung nicht erscheinen konnte.
Am 21. Juli findet der 11. Elstertal-Marathon in und um Gera statt. Ab 9 Uhr beginnt der eigentliche Marathon der Frauen, Männer und Staffeln auf dem Platz vor dem Hofwiesenpark. Ab 10 Uhr findet dann die 15-Kilometer-Läufer aller Altersklassen, der Walking Day sowie der Jedermannlauf statt. Anmeldungen können bis zu einer Stunde vor dem Lauf erfolgen. Die Siegerehrungen sind für 12.30 Uhr angesetzt. Das war es von mir und den aktuellen Sportnachrichten. Ich gebe damit zurück ins Studio. Danke, Anna. Wissen Sie schon, was Sie in den nächsten Tagen unternehmen wollen? Wenn nicht, haben wir wieder ein paar Tipps für Sie. In der Sonderausstellung Fremde Federn präsentiert das Museum für Naturkunde vom 6. Juli 2012 bis zum 6. Januar 2013 etwa 1000 Federn verschiedenster Vögel. Im Mittelpunkt steht die Federsammlung des Ornithologen Erwin Tüll aus Sachsen. Ergänzt wird die Sammlung durch die hauseigenen Vogelpräparate des Museums. Von farblich unscheinbaren, aber dafür großen Schwingen eines Bartgeiers bis zu auffallend farbigem Gefieder zur Brautwerbung wird die ganze Vielfalt des Federkleids der Vögel präsentiert. Geöffnet ist die Ausstellung wie üblich dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr. Am 20. Juli findet die Premiere des Stücks Der Hund mit dem Pfeffer in der Turnhalle Gera statt. Im Rahmen des Projekts Träum hinaus zur Förderung von Kindern wurde das Stück von zwei jungen Frauen und einem Dutzend Kinder zwischen 6 und 12 Jahren erarbeitet. Erzählt wird eine märchenhafte Geschichte um einen Hund mit dem Namen Wack träume nicht, der zusammen mit seinem Freund dem Förster lebt. Vorstellungsbeginn ist um 18.30 Uhr. 6 Wochen lang probten die Beteiligten zweimal wöchentlich und hoffen nun, dass zur Präsentation ihres Werks viele Zuschauer kommen. So viel zu den Nachrichten. Werfen wir nun einen Blick auf das Wetter. Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu den aktuellen Wetteraussichten. Nach den Unwettern in der letzten Woche bleibt es auch weiterhin wechselhaft und örtlich kann es zu Schauern und Gewittern kommen. Am Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken ab, teilweise kann es auch zu Regenschauern kommen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlicher Richtung und die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 16 und 19 Grad. Am Freitag bleibt es weiterhin leicht bewölkt und aus Westen ziehen dichtere Wolken auf, sodass Sie im Tagesverlauf mit Regen rechnen können. Bei Temperaturen von 18 bis 22 Grad weht ein mäßiger bis frischer Südwestwind. Das Wochenende wird von kräftigen Schauern begleitet sein. Diese können sich dann auch wieder zu lokalen Gewittern entwickeln. Nachmittags gibt es dann allerdings auch wieder die Chance auf ein paar einzelne Sonnenstrahlen. Bei 17 bis 22 Grad bleibt der mäßige Südwestwind weiterhin erhalten. Der Wochenanfang bleibt entsprechend wechselhaft. Es kann immer wieder zu Schauern und Gewittern kommen und ein schwacher bis mäßiger Westwind ist zu erwarten. Die Temperaturen kühlen sich dann auf 16 bis 25 Grad ab. Sie sehen also, liebe Zuschauer, glücklicherweise stehen Unwetter wie in der vergangenen Woche nicht mehr auf der Tagesordnung. Zu den heftigen Gewittern erreichten uns folgende Bilder von unseren Zuschauern Hans Steiniger und Thomas Elstner aus Gera. Sowohl am Donnerstag als auch am Freitag zogen heftige Unwetter über Gera, wie sie schon lange niemand mehr erlebt hatte. Die Wolkenmassen brachten nicht nur Gewitter und starke Sturmböen, sondern auch mehrere Dutzend Liter Regen pro Quadratmeter mit sich. So waren zahlreiche Keller geflutet und Straßen und Plätze von Wassermassen übermannt worden, sodass die Feuerwehr und freiwillige Helfer mit Pumparbeiten und Entfernen von Schlamm beschäftigt waren. Infolge des Unwetters sind auch jetzt noch der Küchengarten und der Südfriedhof in Gera vorerst gesperrt. Und damit gebe ich zurück an Christopher. Tschüss! Danke, Claudia. Das waren die Neuigkeiten für Gera und Umgebung für diese Woche. Damit verabschiede ich mich bei Ihnen und hoffe, Sie schalten auch nächste Woche wieder ein.